Moin Moin, meine Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Christian, ich stelle euch heute für unseren YouTube-Kanal Modbox nicht den LKW, auch nicht den Trailer vor, sondern das Lizard Logistikzentrum. Ja, es ist ein Gebäude, das uns zur Verfügung stellt von ModHub Brasil. Und die Modder schreiben hier eine Modbeschreibung, auf dieses Logistikzentrum für alle Plattformen zur Verfügung steht, also auch für unsere Freunde der Konsole. Sprich PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, auch irgendwie können Sie ModHub runterladen und nutzen. Wenn euch unsere Mod-Forschung gefallen, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Schreibt gerne was in die Kommentare, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Mods zu verpassen. Würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. Ja, dieser Mod befindet sich in der Version 1.0 und da ist Frühstück. Ihr seht, es ist einfach eine recht simple Idee dahinter, sondern ihr könnt quasi hier mit eurem LKW ranfahren. Ihr könnt die Klappen und Seiten öffnen und könnt dann quasi von hier aus beladen. Ihr habt hier eine Rampe, wo ihr mit dem Gabelstapler oder ähnliches hochfahren könnt. Ihr habt hier eine Rampe und könnt somit den LKW quasi ganz bequem beladen. Wir fahren mal rein und dann zeige ich das Ganze mal, damit ihr seht. Wir können hinten schon mal aufklappen. Wir hoffen, dass wir da noch reinpassen. Ja, locker. Ins Feld fahren, ne? Sieht keiner. Ihr wisst es ja, immer Y drücken, dann können wir die Seite schon mal aufmachen. So. Und dann müssen wir natürlich gucken, dass wir so nah wie möglich ein... Wir machen einfach mal eine Seite. So. So, und wir jetzt sagen hier... Neuen Gabelstapler. Wenn ihr euch fragt, was sind das für Paletten? Das sind die neuen Produktionen aus der Silver Run Forest. Diese Map gehört zum Expansion DLC. Zusätzlich auch der LKW, den Volvo, den ihr seht, mit dem ich gerade gefahren bin, auch der gehört zu diesem Pack. Und die Map, auf der wir uns befinden, das ist die Silver Run Forest. Es ist ein Expansion DLC mit Hauptaugenmerkmal auf die Forstwirtschaft. Und da gibt es halt neue Produkte hier, wie zum Beispiel hier die Fertigbände. Da gibt's. Na komm. Na. Jetzt die größte Palette aus, die passt nicht. Ah, das ist natürlich typisch. Okay, dann müsst ihr euch jetzt mal wegdenken. Nehmen wir was anderes. Sorry dafür. Gut, der Auflieger ist vielleicht ein bisschen zu klein dafür. Dann nehmen wir die Badewanne. Die passt auf jeden Fall. Das ist auch aus dem Spiel. Aus dem Silver Forest Expansion DLC. Ne, ihr seht, zack, rüber, abladen, rausfahren, noch auf etwas investieren zur Not. So, und dann könnt ihr quasi dann den LKW von hier aus beladen. Ihr spart euch natürlich ein bisschen mit dem Gabelstapler Frontler, dieses ständige Rauf- und Runterfahrerei, dieses Extreme. Ne? Hier fahrt ihr einfach ran, mal runter, zack. Wir machen das mal kurz zu hier, fahren mal einen Schritt vor. Ich bin natürlich auch episch hier reingefahren, muss man auch mal sagen. Ich lade hinten auf. Schaut mal ran. Na, also wenn man vorne seht, da gibt es viele, viele neue Produkte. Also wenn euch diese Map oder so interessiert, oder auch der Seasons Pass 2, dann schaut mal unter dem Video, da ist ein Link. Wenn ihr den nutzt, dann unterstützt den Entwickler und McManus. Und das wiederum würde uns natürlich sehr, sehr freuen, weil wir von den beiden natürlich auch profitieren als Modbox-Kanal. Weil wir dann natürlich auch die ganzen DLCs und so schon vorab kriegen, um euch das Ganze zu zeigen. So, jetzt seht ihr, jetzt könnte ich sogar mit dem Stapel hier reinfahren. Und die ganzen Anhänger vernünftig beladen. Wie sich's gehört, ne, jetzt zum Beispiel mit Saatgut. Zack, ablegen, rausfahren. Und das nächste Produkt holen. Ja, das ist eigentlich die ganze simple Technik. Ich meine, es hat hier nicht irgendwas extrem krasses verbaut, sondern es ist einfach halt nur ein Unterstand mit zwei Rampen, wo wir quasi mit dem Gabelstapler oder sonstiges einfache Anhänger beladen können. Sei es Tieflader, sei es jetzt so wie dieser hier, die Plane auf Liga oder was auch immer. Finde ich persönlich sehr cool. Ich fand die Idee ganz schön, auch gerade vielleicht für RP, wenn ihr ein bisschen RP machen wollt, könnt ihr euch natürlich das Ganze hier super runterladen. Texturtechnisch seht ihr, das ist ein schönes Wellblech, sage ich jetzt mal, hier oben. Mit dem schönen Lizard Logistik Logo, dann hier diese Bahnaufkleber, dass man weiß, so wie nicht so wie ich über Gegend zu fahren. Ja, das wisst ihr. Und ja, ich finde eigentlich ganz gut. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Wenn ja, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr das Ganze im Daumen nach oben belohnt würdet. Schreibt gerne was in die Kommentare, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Mods zu verpassen. Würde ich mich selber freuen. In diesem Sinne möchte ich mich von euch verabschieden. Hoffe, wir sehen uns am nächsten Mal. Euer Christoph von der Modbox. Ciao.